Hallo, ich bin es wieder, Tobias. Im Intro-Video hat uns Anton bereits gezeigt, wie die Darstellung von Daten manipuliert werden kann. Im Basic-Video werden wir jetzt noch tiefer in die Welt der Manipulation eintauchen. Du erinnerst dich bestimmt noch an das Intro-Video. In diesem hat Anton uns gezeigt, was passiert, wenn man eine Grafik nicht bei 0, sondern bei einem viel höheren Wert anfangen lässt. Dadurch entstand ein vollkommen anderer Eindruck. Im Basic-Video möchte ich dir eine andere Möglichkeit des Manipulierens von Datenmengen zeigen. Damit du diesem Video gut folgen kannst, solltest du den Flächeninhalt von Rechtecken berechnen können. Den Flächeninhalt eines Rechtecks berechnest du, indem du die Länge mal der Breite multiplizierst. In diesem Video treffen wir wieder auf Anton. Anton findet einen spannenden Artikel in der Zeitung. Darin findet er eine interessante Grafik. Die Überschrift lautet: Doppelt so viel Geld für Strom. Anton betrachtet die Grafik und denkt: Aha, so ist das also. 2019 war der Strompreis viel niedriger als 2024. 2024 kostet der Strom doppelt so viel wie 2019. Anton schaut sich die Grafik genauer an. Stimmt die Abbildung? Zeigt sie, dass der Preis auf das Doppelte angewachsen ist? Überlege, was meinst du? Anton ist skeptisch. Er überlegt, ob hier manipuliert wurde. Denn der rechte Geldschein wirkt auf ihn viel größer als der linke. Anton nimmt sein Lineal und misst jeweils die Länge und die Breite der Geldscheine nach. Der linke Geldschein ist 10 cm lang, der rechte 20 cm. Die Höhe des linken Geldscheins beträgt 4 cm und jene des rechten Geldscheins beträgt 8 cm. Vergleiche die Abmessungen der beiden Geldscheine. Ja, du hast recht. Die Länge und Breite wurden jeweils mit 2 multipliziert. Anton denkt sich: Das passt eigentlich ganz genau zur Überschrift. Doppelt heißt ja zweimal so groß. Aber Anton stört etwas. Kannst du ihm helfen? Lass es mich dir erklären. Wir nehmen Flächen stärker wahr als Längen. Die Fläche des linken Geldscheins sieht um einiges kleiner aus als die des rechten. Aber Achtung! Es sieht nicht nur so aus, es ist tatsächlich so, dass der linke Geldschein viel kleiner ist als der rechte. Lass uns die Flächeninhalte beider Geldscheine berechnen. Benutzen wir jetzt die Formel, um den Flächeninhalt der Geldscheine zu berechnen, kommen wir für den linken Geldschein auf eine Fläche von 40 Quadratzentimetern und für den rechten Geldschein auf eine Fläche von 160 Quadratzentimetern. Überlege, um wie viel ist der Flächeninhalt der rechten Figur größer als jener der linken. Lass es mich dir zeigen. Dazu legen wir den linken Geldschein in den rechten Geldschein hinein. Dabei stellen wir fest, dass sich dieser genau viermal ausgeht. Ich wette, dass du mittlerweile schon längst die Antwort hast. Der Flächeninhalt des rechten Scheins ist viermal so groß wie der des linken Scheins. Das gilt im Zweidimensionalen sogar bei jeder Figur. Die Verdopplung der Längen führt dabei immer zu einer Vervierfachung des Flächeninhalts. Das ist auch bei jeder dieser Figuren hier oben der Fall. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, siehst du hier den Vergleich der Darstellungen. Auf der linken Seite ist die Darstellung so, wie sie in der Zeitung abgedruckt war. Dabei wurden jeweils die Längen verdoppelt. Das erzeugt einen vollkommen falschen Eindruck. Auf der rechten Seite ist der Flächeninhalt doppelt so groß. Damit zeigt die rechte Darstellung die Sache so, wie sie wirklich ist. Im nächsten Video wirst du dein gesammeltes Wissen anwenden können. Ich freue mich drauf. Bis dann.